Jo, so, willkommen zurück zu FIFA 17 Karrieremodus mit der Eintracht aus Frankfurt und mir, dem Wieners. Und heute geht's in die Winterpause und ihr habt mir fleißig Kommentare geschrieben, die ich heute so ein bisschen auf eingehen werde. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Und zwar, Moment, bevor wir das anfangen, erstmal möchte ich euch darauf hinweisen, wie viel Transferbudget wir haben. Denn so kann ich am besten anfangen und euch dann am besten zeigen, wie wir die Transfers ausschließen werden, die wir, also die meisten Vorschläge, die wir jetzt nicht bannen werden. Sondern wenn dann erst nächste Saison, also nur mal so, damit ihr den Stand wisst. 3,5 Millionen und 36.000 Gehaltsbudget, also ist jetzt nicht wirklich viel. Ist eigentlich fast gar nichts von dem, was wir eigentlich hätten haben können, wenn wir dann halt letztes FIFA gehabt hätten, wo man, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das im letzten Teil von FIFA noch machen konnte. Ich weiß aber, dass man im 15 das machen konnte. Ja, mich regt es ein bisschen auf. Ich habe schon in den vorigen Folgen irgendwo darüber geredet. Und zwar, ich hätte schon gern irgendwie beim Vorstand angefragt, ob ich mehr Transferbudget haben könnte oder so. Denn, ja, das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig, tatsächlich. Aber okay, ich kann es nicht ändern. FIFA hat das, also EA hat das eher so gemacht, dass das irgendwie ein bisschen weniger ist, aber okay. Ich kann es trotzdem nachvollziehen. Aber okay, wir fangen mal mit den Kommentaren an, die ihr mir geschrieben habt. Und zwar, fangen wir doch gleich mal bei Janosch Horvath an, der mir schreibt, hol Marlos Moreno und Adalberto Penaranda. Penaranda hat sehr viel Potenzial, soweit ich weiß, und spielt bei Watford, die bei mir, also die jetzt hier in der Karriere abgestiegen sind und derweil in der zweiten Liga spielen. Müssten Erster sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der Junge ist sehr, sehr teuer, das weiß ich. Also relativ teuer zu dem, was ich jetzt vom Transferbudget habe, also ich habe ihn auf der Liste, aber ich werde ihn jetzt nicht in der Winterpause kaufen. Das wird nicht der Fall sein. Bei Marlos Moreno weiß ich gerade nicht. Den habe ich aber, glaube ich, auch auf der Liste irgendwo. Und guck mir auf jeden Fall in der nächsten Saison mal ein bisschen durch, weil, keine Ahnung, einfach so. Dann, Kawaii Barca hat mir geschrieben, hol Malcolm von Bordeaux. Der ist auch noch jung, hat auch Potenzial. 20 Jahre alt, aber ich denke mal eher, hier übrigens Marlos Moreno, aber ich denke mal eher, den brauche ich jetzt nicht. Vor allem wie, weil man bedenkt, Fabian geht diese Saison irgendwie sehr, sehr krass ab. Ich weiß nicht wieso. Er tut es einfach. Finde ich geil. Und ja, hier sehen wir ihn. 77 mit 20 Jahren ZOM brauche ich eigentlich nicht. Da habe ich nämlich Stendera, so als Hauptmann. Also die Werte gefallen mir an sich. Und ja, wenn deine Technik ein bisschen besser wäre, dann würde ich ihn auch irgendwie ein bisschen bevorzugen, aber so nicht. Ich gehe jetzt nicht auf die Kommentare ein, die jetzt nichts mit Transfers zu tun haben. Zum Beispiel einem Werbeschrauß und Zaubereien, auch von Kawaii Barca. Ich verstehe nicht wieso. Ich habe einfach beide spielen lassen in der Bundesliga, weil halt, ich werde gleich auf was anderes eingehen. Weil halt, ich rotiere halt immer wieder. Und hier sehen wir das Ganze. Normalerweise würde Werbisch einen weiter oben spielen, als statt jetzt hier Linksverteidiger. Da würde eigentlich Tabata spielen, aber ja gut. Und zwar, genau, hier ist der Kommentar sogar. Also WWE Mapper hat mir geschrieben, zeig vorm Spiel immer deine Aufstellung. Und da bin ich so ein bisschen gespalten. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll oder ich einfach so weitermachen soll, wie halt vorher auch. Prinzipiell habe ich entweder diese Formation benutzt in dem Bundesligaspiel mit dieser, genau mit der gleichen Ausstellung, die ihr jetzt gerade seht. Und in der CL habe ich hauptsächlich das hier benutzt oder halt das hier. Halt nur mit anderen Spielern jetzt hier in dem Fall. Obwohl, ja, nee, sogar mit dieser Ausstellung. Weil zu dem Zeitpunkt Stendera verletzt war und Mascarell verletzt war, deswegen da Fabian und Gaudino. Und ja. Sonst, ich habe diese Formation einmal benutzt im DFB-Pokal gegen Bochum. War eigentlich ganz okay. Diese Formation habe ich noch gar nicht benutzt. Ich weiß nicht, wo ich dann die mal benutzen sollte. Irgendwie gefällt mir die nicht so ganz. Und die habe ich, ich weiß nicht, habe ich die gemacht oder. Ich glaube, ich bin da selber irgendwie, ich hatte irgendwie selber Bock mal gehabt, irgendwie eine Formation zu machen, aber gut. Ihr merkt schon, in dieser Folge geht es jetzt nicht wirklich hauptsächlich darum, schnell durchzukommen in der Winterpause, sondern einfach mal die ganzen Kommentare, die ihr mir geschrieben habt, da zu beantworten. Und
Ja, auf einen Count habe ich selber eingegangen. Dann gehen wir mal weiter. Ah, ne, Moment. Hans-Dieter Wurst schreibt mir, bin heute auf deinen Kanal gestoßen. Das war vor 3 Tagen oder so. Du machst super Videos und versuche ein paar Spieler zu leihen wie Renato Sanchez, Ousmane Dembélé, Emre Mor, Christian Pulisic und Pernaranda. Und hol bitte Benatira oder Kittel zurück. So. Die Hälfte dieser Spieler, die genannt wurden, die sind entweder unrealistisch oder machen in dem Fall, wie ich gerade spiele, gar keinen Sinn. Und zwar, wenn ich unrealistisch finde, den man nicht, also der überhaupt keinen Sinn macht zu leihen. Ich meine, warum sollte Renato Sanchez von Bayern, ich weiß nicht, wieso sollte man den verleihen? Genauso wie Ousmane Dembélé, Emre Mor und Pulisic. Pernaranda ist, würde tatsächlich Sinn machen. Also von der Lage her, wie das gerade so ist, weil Watford halt in der zweiten Liga ist. Aber ich brauche keinen Stürmer und deswegen macht das gar keinen Sinn. Benatira brauche ich auch nicht. Und Kittel brauche ich halt auch nicht. Obwohl Kittel eher, ich glaube, von denen, die genannt wurden, brauche ich Kittel am ehesten. Tatsächlich. Aber die werde ich mir alle wahrscheinlich nicht holen, da sie halt sehr unrealistisch sind. Ich meine, Emre Mor spielt halt auch sehr oft. Genauso wie Pulisic. Dembélé ist richtig krass. Renato Sanchez spielt auch sehr oft. Das macht gar keinen Sinn. Tut mir leid, aber ist halt einfach so. Dann schreibt Afro-Kreativ, mach mal Nationalmannschaft. Und da glaube ich eher, nein, werde ich nicht machen. Denn das ist mir einfach, das mag ich einfach irgendwie nicht. Ich finde es zwar, es ist eine schöne Nebensache so in der Karriere, aber nicht so meins. Habe ich, glaube ich, sogar einmal gemacht. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Ich glaube, das war FIFA 15 oder so. Kann sein, weiß ich nicht. Und bezüglich so Kommentare, wo man, also sowas wie, es gab in der letzten Folge in den Kommentaren so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen Beef, in Anführungsstrichen. War jetzt nicht wirklich richtig, aber okay. Ich fand es schön, weil ich bin da nämlich auf Manuel Thomas Seite bezüglich dieser Thematik. Und zwar schreibt erstmal Italiano Lukas TV. Sorry. Hol Rode zurück. Und das finde ich unrealistisch. Ich meine, warum sollte ich mir Rode zurückholen, wenn er sowieso bei BVB halt sehr oft spielt? Ja gut, es ist FIFA. Aber ich meine, warum soll ich jetzt jeden, der ehemalig bei mir gespielt hat, zurückholen? Das macht auch keinen Sinn. Also, ich bin da auf Manuel Thomas Seite, dass das unrealistisch ist. Sehe ich mich absolut genauso. Dann habe ich das Ganze auch durch. Dann schreibt Hans-Dieter Wurst schon wieder Emre Mor, Moment, leiht ihr Emre Mor, Renato Sanchez und kauft ihr unbedingt Valero zurück. Und vielleicht noch für ZM Fosu-Mensah. Fosu-Mensah hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen. Renato Sanchez, Emre Mor sind mir relativ unrealistisch bezüglich Leihe. Und Valero wollte ich mir tatsächlich zurückholen. Also sprich, ich wollte die Kaufoption gerne ziehen. Nur mein Problem ist gerade, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht genau, ob ich dafür das Geld hätte. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich die gekauft habe, beziehungsweise welchen geliehen habe. So. Wenn ich Pech haben könnte, könnte der am Ende der Saison dann nicht gekauft werden, weil ich zu wenig Geld habe. Das wäre mein Problem. So. Dann Janosch Horvath schreibt, hol Rode zurück und als IV Kleber. Tatsächlich habe ich Kleber sogar mir nachgeguckt und wir sehen mal ganz kurz auf die Tabelle rein. Oder wir gucken mal ganz kurz in die Tabelle rein, eher gesagt. Und da sehen wir mal, wir haben die wenigsten Gegentore kassiert. Und wer ist da an zweiter bzw. dritter Stelle? Der HSV. Mit Kleber und Giroud als Innenverteidiger. Komischerweise haben die nur zwei Innenverteidiger und zwar genau die beiden. Aber der HSV hat scheint gute Defensivleistung gezeigt. Auch wenn Kleber einmal, ich glaube, gelb-rot oder so gesehen hat, oder eine gelbe Karte und einmal rot, aber gut. Ist halt aggressiver Spieler. Gucke ich mir definitiv an, weil Innenverteidiger ist halt das, was ich am meisten brauche. Ich meine, wir wissen aus der letzten Folge, dass Abraham nicht so. Ja, dass der halt. Abraham möchte halt weg, wegen dem Wetter. Was ich sehr, sehr komisch finde, weil er dann ein Angebot von Köln bekommt und laut Vorstand nicht das annehmen müsste, aber gut. Dann schreibt Manuel Perez, hol dir Kayo Super Abraham Ersatz, was überhaupt gar keinen Sinn macht, denn Abraham ist Innenverteidigung, Kayo ist
linker Mittelfeldspieler hier in FIFA. Und da brauche ich ihn halt nicht. Und ich müsste mir halt nicht jeden zurückholen. Ja gut, ich habe es mit Heller gemacht, aber das war halt aus dem Prinzip, ich habe Gnabry gehabt, den habe ich aber geliehen gehabt. Und nach der Saison ist der halt weg gewesen. Und deswegen brauchte ich halt einen RM, beziehungsweise LM. Und da kam halt Heller sehr gelegen, weil er günstig war und halt ablösefrei war. Deswegen, das war der Hauptgrund, warum ich Heller zurückgeholt habe. Dann schreibt mir noch Afro-Kreativ Ful Benatia. Nein, das ist unrealistisch. Ganz einfach. Und dann müsste ich durch sein. So. Dann habe ich jetzt ganze 10, 11 Minuten darüber geredet, wie die meisten Sachen einfach unrealistisch sind. Oder, ja gut, halt nicht so reinpassen. Jetzt möchte ich eben noch ganz kurz ein bisschen die Tabellen hier durchgucken. Beziehungsweise, wenn euch irgendwas Krasses auffällt, dann stoppt einfach. Und ich werde eventuell noch was dazu sagen. Ja gut, die Tabelle kennen wir dann. Darmstadt ist Erster, das ist eigentlich eine Überraschung, wenn man ehrlich ist. Aber die zweite Liga wird sowieso gleich nach der Saison wieder gerandomized, sozusagen. Wissen wir aus der letzten Saison. Normalerweise wäre ja 1860 München bei uns in der Liga, anstatt, ich glaube, der VfB Stuttgart war es. Oder so. Ich habe keine Ahnung mehr, auf jeden Fall. Ah nee, statt Braunschweig. Braunschweig war nicht da oben. Stimmt, da war ja was. Lautern ist Zweiter, kennt man nicht aus der Realität. Bremen schafft den Wiederaufstieg wahrscheinlich nicht, also da ist gerade so ein bisschen knapp, aber ja. Geht ja noch ein bisschen. Dann Manchester United, die ja bei uns in der CL-Gruppe waren, sind nur Sechster und haben satte 13 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten. Auf den Nachbarn. Ja gut. An sich schon eine Überraschung, finde ich, dass gut. Was ist da eine Überraschung? Ich überlege gerade. Southampton ist sehr weit unten in meinen Augen. Könnte besser sein. West Ham ist in meinen Augen sehr weit oben. Aber gut. Geh mal einfach weiter, bevor ich irgendeine Scheiße laber. So. Dafür ist der andere Gegner, den wir aus der CL kennen, Erster in der französischen Liga. 4 Punkte vor PSG. Schon irgendwie heftig, finde ich. Und ja, keine Ahnung. Der Kalle ist jetzt nicht schlecht von Lyon. Deswegen schon okay, dass sie da oben sind. Nur PSG ist einfach Zweiter und mit dem Kader, keine Ahnung. Jetzt möchte ich eben mal ganz kurz in die zweite Liga gehen. Ja, boah, voll uninteressant, aber ich möchte eben mal ganz kurz zeigen, wo der FC Lorient eigentlich ist. Und zwar sind die in der zweiten Liga und haben, ich glaube, die, ich weiß jetzt nicht, welche Gruppe das war, auf jeden Fall in der Euroleague den ersten Platz geholt. Ich glaube, in der Schalke-Gruppe. Ich glaube, das war die Schalke-Gruppe mit Everton, Salzburg und halt Lorient selbst. Und die sind halt Dritter. In der zweiten Liga. Muss man mal so im Kopf haben. Ist halt wie bei Bremen, sozusagen. Die sind auch weitergekommen und sind, glaube ich, Vierter in der zweiten Liga. Dann haben wir Juve. Ja gut, das ist eigentlich irgendwie langweilig. Das kennt man schon irgendwie her. An sich. Gehen wir weiter. Dann Ajax Amsterdam vor Eindhoven mit 6 Punkten vorne, also auch nur 9 Gegentore kassiert. Ja gut, das ist jetzt schon so ein bisschen überraschend, denn eigentlich finde ich PSV ein bisschen besser, vom Kader her so. Aber okay. Porto vor Benfica, vor Sporting. Okay, kann ich mit leben. Dann unser anderer Gruppengegner aus der CL. Lokomotiv Moskau ist punktgleich mit ZSKA Moskau Erster, also, ja gut, fast alle unsere Gruppengegner aus der CL sind einfach Erster. Ich meine, haben sie alles richtig gemacht, genauso wie wir selber, nur dass wir halt im Gegensatz zu den beiden weitergekommen sind. Dann die Rangers vor den Celtics, das ist auch mal eine Überraschung. Basel vor Sion, punktgleich, okay. Real Madrid vor Barca vor Atletico Madrid. Jeweils mit 3 Punkten Abstand, die 3 auseinander so. Dann Fenerbahce vor Galatasaray. Punktgleich. Dann haben wir in Österreich Salzburg auf Platz 3. Kennt man ja auch nicht so. Davor Sturm Graz und Austria Wien. Also schon so ein bisschen überraschend. Und dann sind wir schon durch, was das Wichtige angeht. Und wir haben 15 Minuten voll. Sprich, ich habe in dieser Folge nur Kommentare beantwortet und ich hoffe, ihr schreibt mir noch mehr Vorschläge für die Innenverteidigung noch bitte.
denn das ist die Position, wo ich am meisten jetzt gerade so im Nachdenken bin. Bezüglich, wer halt Abraham nicht mehr da sein möchte. Hier ist der Text. Und der Vorstand, der zu mir gekommen ist und sagte, ja, wir nehmen das Angebot an von Köln wahrscheinlich. Ich habe es abgelehnt persönlich, weil ich Köln einfach nicht den Abraham geben wollte, was überhaupt keinen Sinn macht, wenn er hier in Deutschland ist, das Wetter nicht mag und dann einfach rein zufällig nach Köln wechselt, was halt auch in Deutschland ist, logischerweise. Macht in meinen Augen gar keinen Sinn und ja, dann ist eigentlich auch das, was ich generell machen wollte für die Folge hier durch. Ich möchte eben mal ganz kurz noch was anmerken. Und zwar möchte ich mir, wie ich schon in den Folgen davor erwähnt habe, einen neuen Linksverteidiger holen. Und zwar ihn hier, Jetro Willems, einfach aus dem Grund, weil er ablösefrei zu haben ist. Ich weiß, ist jetzt wahrscheinlich nicht das Realistischste, was ich tun würde, aber ich probiere es einfach. Ich meine, wenn er schon ablösefrei zu haben ist und PSV zu dumm ist, den Vertrag zu verlängern, dann kann man es ja wohl ausprobieren, oder nicht? Ich meine, die Werte sind Hammer. Er ist 23, 183, also ich meine, warum nicht? Man kann es ja probieren. Vor allem mit dem CL-Geld. Können uns ja auch gerne angucken, was er vertraglich haben möchte. 30.000 und 4 Jahre, also das ist jetzt nicht gerade viel. Das können wir uns locker aus den, keine Ahnung, aus der Seitentasche ziehen oder so. Das ist jetzt nicht wirklich schwierig zu machen. Es sei denn, er möchte halt mehr. Was in den Spielerforderungen dann nicht stehen würde, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber gut. Schreibt mir hauptsächlich bitte in die Kommentare Vorschläge für die Innenverteidigung. Denn da hapert's. Kann ich euch offen sagen. Da brauchen wir jemanden definitiv. Wenn nicht, dann hätte ich eine andere Lösung, die ich auch nehmen würde. Und zwar würde ich mir keinen Innenverteidiger kaufen, sondern eher mit denen, den ich jetzt, also mit den Spielern, die ich jetzt habe, dann die Saison so durchspielen. Ich müsste dann Zauber öfters einsetzen, Dietrich und Hector in der Innenverteidigung. Also prinzipiell habe ich 4 Innenverteidiger. Das ist nicht die Sache. Aber ich hätte schon gerne einen guten Ersatz für Abraham. Das ist das, was ich halt schon gerne hätte. Aber wenn, dann geht es auch in der nächsten Saison. Also so ist das nicht. Das Geld müsste man ja wohl logischerweise haben, wenn man jetzt CL weitergekommen ist und in der Bundesliga gut abschneidet. So ist das nicht. Aber trotzdem hätte ich gern von euch Vorschläge für die Innenverteidigung, die ich mir mal gerne angucken sollte. Das Beste wäre natürlich, wenn sie noch ablösefrei wären, das wäre das Geilste. Aber ja gut. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt vielleicht in die Kommentare und ich bin raus. Macht's gut. Haut rein und ciao.